In diesem Video schauen wir uns eins der vermutlich besten Eis von Kaufland an, und zwar das Il Maggio Vanille Karamell. Ich werde euch verraten und vor allem zeigen, warum dieses Eis so fantastisch lecker ist, und das Geilste dabei, es kostet gerade mal halb so viel wie Cremissimo. Viel Spaß! Il Maggio ist eine Kaufland-Marke, und ich habe gerade gesehen, als ich gegoogelt habe, Il Maggio, komischerweise ist da so ein Video von einem gewissen Foodlove aufgepoppt, der am 24.08.2017 bereits ein Eis von Il Maggio getestet hat. Und, Spaß beiseite, ich bin kein arroganter Penner. Komm, ich lasse das jetzt. Obwohl, das ist jetzt erst recht so. Sprich nicht mit mir, du Penner. Okay. Ich habe schon Eis von denen getestet, und dieses Eis hier, das muss ich euch vorstellen. Ich weiß nicht, ich wollte es euch schon ewig zeigen. Ich habe nie ein Video davon gemacht. Warum, weiß ich nicht. Das hier ist quasi die Cremissimo Marke von Kaufland auch, Il Maggio. Machen aber auch so kleinere Pöttchen, oder haben sie zumindest gemacht. Das ist so 900 Milliliter Bottich, wie es den eben auch bei Cremissimo gibt. 1,69 € Cremissimo, ungefähr 3,40 €. Also die Hälfte davon. Und Cremissimo hat ja lange kein Karamelleis gemacht. Sie haben jetzt zwar für dieses Jahr tatsächlich ein Karamelleis angekündigt, und es wird auch ein Cookies-Eis übrigens kommen. Jetzt so langsam dürfte es in die Supermärkte kommen. Kaufland hat aber schon seit langem dieses Karamelleis Bourbon, Vanille und Karamell hergestellt in Belgien. Und ich sage euch, das Eis ist episch. Es ist episch. Es ist das Beste, eines der Besten dieser luftigen Cremissimo-like-Eis überhaupt. Und wir gucken da jetzt einfach mal genauer drauf. Eine ellenlange Zutatenliste, die wir uns so hier gar nicht geben wollen. Das Wichtige ist, wir haben Bourbon Vanilleeis, 40% Karamelleis und 19% Karamellsoße. Und das ist hier nicht so eine wässrige Wassereissoße, wie sie bei Cremissimo ist. 1% Karamellstückchen. Ihr könnt hier gerne pausieren. Letztlich, klar, dass hier keine Eiscreme ist, ist nicht so viel Milchfett drin. Hier ist mit Kokosfett hauptsächlich gearbeitet, wie ihr hier seht, und eben entrahmter Milch. 1,69 Cremissimo macht es ganz genauso, also von daher alles gut. Zutaten nicht das Hochwertigste, wie gesagt, keine Sahne-Eiscreme, aber durchaus vergleichbar mit den Markenprodukten. Zum gleichen Preis, zum halben Preis, 466 Gramm, 900 Milliliter. Wichtig vielleicht noch erwähnen, wir haben ja zumindest auch ein bisschen Bourbon-Vanille-Extrakt. Wie viel das ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber naja, wenigstens etwas. Hier seht ihr die Nährwerte, das ist auch wie ein normales Cremissimo, ne? Zucker und so weiter, Fett, das ist alles relativ ähnlich. 213 Kilokalorien. Und jetzt kommt das Geilste. Seid ihr alle bereit auf einen wunderschönen Blick auf das Eis? Ah, so sieht es aus. Ihr seht, die Soße, die sieht jetzt hier tatsächlich auch ein bisschen kristallin aus, aber glaubt mir, sie ist zumindest besser als beim Cremissimo. Sie schmilzt schneller und ist so ein bisschen, ich will es nicht cremiger sagen, weil es ist hier irgendwie jetzt nicht Sahne drin oder Butter, zumindest wenn nicht viel. Aber eben besser. Nicht wie so ein Haagen-Dazs oder Ben & Jerry's. Wie eine Karamellsoße von denen, aber eben doch besser. Dazu auch das Eis in so Rosetten. Ja, ich hasse das Wort. Wie soll man es denn sonst nennen? Wie nennt man das denn? Diese Tülle, mit einer Tülle dekoriert, sage ich jetzt. Und hier die Karamellstückchen. Richtig, richtig nice. Ich werde mir was rausportionieren und dann probieren wir. Ist doch schon, muss ich beeilen bei diesem Eis. Da haben wir das wunderbare Stück. Jetzt könnt ihr hier auch sehen, dass die Soße hier wirklich schon schneller schmilzt als woanders und dass sie hier ganz durchgeht. Ah, so ein bisschen Foodporn ist immer gut. In der Schüssel taut es natürlich auch schon schneller an. Und jetzt probiere ich und tue einfach mal so, als ob ich es noch nie gegessen habe und gar nicht weiß, wie lecker es ist. Aber wobei, eigentlich müsste ich es jetzt hier von der Seite, wo es ein bisschen besser angetaut ist, nehmen. Also ihr seht, es wird auch wirklich nicht an Soße gespart. Und man sieht hier auch, dass es so ein luftiges Eis ist. Ne? Das sieht man hier einfach an diesen Poren. Da ist ja die Hälfte Luft drin. Und die Soße hier, wie gesagt, schon toll geschmolzen. Das hat man bei Cremissimo nicht so. Sehr intensiver Karamellgeschmack, der wohlgemerkt ein bisschen künstlich ist. Es ist nicht ein sehr natürlicher Karamellgeschmack, wahrscheinlich weil jetzt nicht so viel richtiger Karamell drin ist. Er ist schon künstlich, sehr, sehr intensiv und es ist einfach sehr soßig. Es gibt natürlich viele Leute, die mögen dieses sehr luftige Eis nicht, wie Cremissimo es hat.
Warum auch immer, ich mag das sehr gerne. Und Cremissimo, ich will es jetzt ja auch nicht schlecht machen, ich mag Cremissimo sehr gerne. Sie haben nur lange keine tollen Sorten mehr rausgebracht. Mal gucken, wie es mit Karamell und Cookie wird. Sie hatten ja dieses Karamell Love Nature. Ich weiß nicht, ob einer von euch es schon mal gegessen hat. Man bekommt es halt kaum, also nirgendwo. Ich habe da ja auch einen ausführlichen Test drüber gemacht, wie sehr sie da so ein bisschen den Kunden versuchen zu verarschen. Das war ein Karamell, jetzt kommt ja auch ein Karamell, aber so ein normales Cremissimo, quasi nicht dieses Love Nature, welches ja Eiscreme ist, ohne richtig Eiscreme zu sein. Guckt in das Video, wenn ihr euch nicht an die Diskussion erinnert, da habe ich recherchiert. Ich habe bei Langnese angerufen, habe mich bei der Verbraucherzentrale beschwert und so weiter. Habe übrigens recht bekommen, für die, die es nicht wissen. Die Verbraucherzentrale hat mir recht gegeben und hat es auch auf ihre Webseite gepackt, dass Cremissimo bzw. Langnese bzw. Unilever, zu denen übrigens auch Ben & Jerry's gehört, an dieser Stelle nicht ehrlich sind mit der Bezeichnung Eiscreme. Das ist halt nicht richtig. Also Eiscreme ist laut Definition Speiseeishersteller 10% Milchfett, das Eis hat nur 8%. Sie haben aber Eiscreme auf dem Becher draufgeschrieben, was an sich keiner macht. Nur Langnese und Unilever meinen wohl, dass sie es machen können. So wunderbar. Wie gesagt, ihr müsst wissen, es ist sehr intensiv, es ist ein bisschen künstlich karamellig, aber ein so intensives, leckeres Eis mit dieser tollen, ist ja so ein bisschen vollmundig. Natürlich, bei Cremissimo kommt die Vollmundigkeit nicht vom Fett, weil ja nicht so viel Fett drin ist, 8-9%. Also jetzt nicht so viel wie so 16% bei einem Ben & Jerry's oder 17, manche auch nur 12, aber trotzdem, sondern durch die Luft kommt, dass es so ein bisschen voll vom Geschmack wird. Ich finde das ganz so großartig. Die Karamellstückchen obendrauf, das ist tatsächlich vernünftiger Karamell. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Scheiß. Das erinnert so ein bisschen an diese, kennt ihr diese orangenen Bonbons? Wie heißen die? Karamell? Die heißen einfach Karamell, oder? Die haben auch so eine Farbe, solche Karamellbonbons, die so einzelne so Tüchchen sind. Das ist so ein langer Riegel mit so mehreren kleinen Würfeln drin, die auch so wie dieser Karamell hier aussieht. Also wirklich eine ganz feine Sache. Fatschi, leicht zäh und wie gesagt sehr, sehr intensiv. Die Mitnehm-Message des Ganzen ist also, es gibt auch leckeres Eis zum günstigen Preis. Wie gesagt, probiert es wirklich gerne mal aus. Nur ihr müsst bedenken, in Dortmund kriegt man das nirgendwo. Ihr braucht gar nicht bei Kaufland in Dortmund gucken. Es ist niemals verfügbar. Geht bitte nicht nach Kaufland, kauft das Eis. Denn es ist hier einfach nicht zu haben. Man sagt, es ist schnell ausverkauft und nicht, dass ihr mir auch was wegkauft. Ja, gut. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Adieu und ciao.